MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play PGA McIlroy, Rory McIlroy PGA Tour oder PGA Golf Tour. Eigentlich wollten wir uns ja auf PGA Tour einigen, aber Rory hat es sich verdient, auch mal namentlich erwähnt zu werden. Ja, wir sind also wieder dabei. So ganz schnell will ich hier diese Folge noch einschieben, bevor ich gleich Football gucken will. Denn in wenigen Minuten ist der Kickoff zum Spiel der Seahawks gegen die Panthers. Und das ist für mich das Spannendste von den vier Spielen an diesem Wochenende. Wir liegen equal. Das ist ein neues Turnier, richtig? Ja, müsste eigentlich. Wir liegen equal und haben aber richtig Bock, also ich zumindest, habe richtig Bock hier auf Golf. Das Spiel macht einfach mächtig Fun. Wer es nicht selber hat, sich aber dafür interessiert, kann unten in der Videobeschreibung gerne PlayStation Network Guthaben kaufen und holt sich das Spiel einfach. Macht, wie gesagt, ordentlich Rums, finde ich. So, jetzt müssen wir gucken, der ist halbflach. Der wird ein bisschen rollen. Ich würde ihn gerne hier kloppen. Ah, Short Swing, aber das ist nur 1%. Das sollte passen. Der landet halt nur ein bisschen früher. Ja, der wird weit ticken. Ja, okay. Aber das passt. Wir sind auf dem Grün. Was war es? Ein paar 4 oder? Ja. Das ist okay. Wer jetzt das erste Mal zusieht, wird jetzt gerade sagen, ey, geil. Mach rin das Ding. Wer mich kennt, weiß genau, wir verhauen das. Oh, nee, hier. Bumm. The Putting God is back. On the green. Nein, ich bin voll schlecht im Putten. Alles andere kriege ich super hin mittlerweile. Das Putten ist halt wirklich so eine Sache, wo ich sage, So, jetzt ist gut. Hört auf. So, wir nehmen mal ein bisschen Backspin rein und hoffen mal, dass wir ihn richtig schön treffen. Das tun wir. Ist ein paar 3 Loch, das heißt, wir hoffen, dass er jetzt artig ist und vom Grün runter geht. Ja, schön. Das ist nicht gut. Das ärgert mich. Also zu wenig Backspin. Ihr habt es gesehen. So. Ah, das sind schnelle Dinger. Das heißt, irgendwie so. Dankeschön. Ja, Freunde, was soll ich euch sagen? Ne? Gut, dass wir nicht putten mussten. 2 Löcher gespielt, 2 Birdies gemacht. Ihr seht, wir sind schon unten in der Anzeige auf dem, am 7. Loch. Wer also jetzt das erste Mal zuschaut, wir spielen in diesem Modus, wo nicht alles gespielt wird. Denn, die wichtigsten Löcher habe ich auch eingestellt. Und das muss auch reichen. So, wollen wir mal gucken. 10 Meilen Wind von rechts. Dann müssen wir dementsprechend natürlich auch abschlagen. Oder allgemein schlagen. Weil es treibt natürlich den Ball auch. Ne? Ihr seht hier die Kurve. Wo er hingeht, wenn er hingeht. Wieder ein bisschen Backspin rein. Aber der wird diesmal nicht ganz so viel flattern, glaube ich. Es könnte vielleicht schon ein bisschen zu viel Backspin sein. Eben mal das Loch angucken. Ich tippe mal so auf hier. Und dann hauen wir mal das Ding Fullswing weg. Und schau mal, wie er sich verhält. Er wird, glaube ich, zu weit rollen wieder, ne? Ja, viel zu weit. Aber er bleibt auf dem Grün. Ist das jetzt vorteilhaft oder ein Problem? Es wird ein Long Putt. Ein richtig langer Putt. Aber ist ja auch hier für Birdie. Nee, Practice will ich nicht. So, Freunde, das wird jetzt hier richtig spannend. Ja, schauen wir mal, ne? Ja, links daneben. Ja, aber knapp. Das Problem ist, er rollt immer noch. Ja, gleich sind wir wieder am Tee, also da, wo wir abgeschlagen haben. Oh. Da ist er wütend. Ja, weil er jetzt direkt wieder putten darf. So, ja, was machen wir? Ja, was machen wir? So? Meint ihr so? Ich weiß es nicht.
Ja. Manchmal hast du, ne? Manchmal bist du Baum und manchmal bist du Hund. Das war natürlich ärgerlichst hier. So, also das sollte jetzt mal reichen. Naja. Ja, schade. Also, die Frage ist beantwortet. Das war ein Nachteil, dass wir auf dem Grün geblieben sind. Wobei der ja gar nicht, also dieser echt, das war ja ein langer Putt. War jetzt ja auch nicht so scheiße, ne? Aber jetzt auch nicht alles schlecht machen hier, was ich mache hier, ne? Ein bisschen noch rüber. Weil wegen, oh, nicht richtig durchgezogen. Weil wegen Baum. Paar 4 Loch. Ich möchte jetzt mit dem nächsten Schlag gerne schon aufs Grün und dann auch wieder, ne, wie gewohnt, so nah wie möglich ans Loch, an die Stange. Ihr Ferkel. So, passt mal auf. Jetzt machen wir richtig Backspin hier. Richtig, richtig Backspin. Oder? Nee, warte mal, wir machen so. Guck mal hier. Das ist gar nicht Spin, wie er dann auf den Boden kommt. Das ist, wie er geschlagen wird. Das ist ja hart. Okay. Ja, dann machen wir so. Denn dann wird er ja nicht weit rollen, ne? Ich denke mal, der wird schon direkt ins Loch gehen. Na doch, er rollt. Er rollt und rollt und rollt. Jetzt bin ich aber irritiert. Nicht, dass ich das die ganze Zeit falsch mache. Ich dachte, er schlägt ihn so, dass er dann noch Spin hat. So, pass mal auf. Ich würde sagen, den machen wir nochmal rein. Short Swing. Ich bin zu feste. Ne? Ich habe extra jetzt ein bisschen weniger genommen. Und ja, das Putten läuft wie immer richtig gut. Ja, aber wir haben Glück. Denn den kann ich. Glauben Sie nicht. Ah, ärgerlich. Ich habe nur nach links korrigiert. Ich hätte nach rechts korrigieren sollen. Ja. Damit sind wir bei 0 wieder angelangt, oder? Das müsste ein Bogey gewesen sein, ja. Licht und Schatten, würde ich sagen. Licht und Schatten. Wie viel Uhr haben wir für Uhr? Gar nichts, weil... So, hier, 7 Minuten, dann machen wir natürlich weiter, ist ja klar. So eilig haben wir es dann ja doch nicht. Wir wollen ein bisschen noch verschaffen hier. So, das heißt, die nächsten 3-4 Löcher werden wir auch noch spielen. Level 20 sind wir mittlerweile schon, also gar nicht mal so schlecht. Ballstriking und Short Game wurde erhöht. Wir werden besser und besser und besser, Freunde. Platz 58. Equal, das heißt, wir sind plus minus 0. Weil wir uns unsere Birdies, also die minus 1er, durch Bogies plus 1er ausgleichen und versauen. Klingt komisch, ist aber so. Ja, wir werden aber weiter mit diesem... ja, nicht spinnen dann, aber mit der Möglichkeit noch ein bisschen arbeiten, wie er dann zu schlagen hat. Ja, wir werden perfektionieren, sodass wir mit unseren Schlägen noch besser an die Löcher rankommen. Ja, das ist, was wir brauchen. Ein paar 4 Loch. Wind, Rückenwind. Das hört man doch gerne. So. Ein guter Full Swing. Ihr seht es links unten ganz gerade getroffen. Und dann bekommen wir hier noch richtig schön Rollarbeit. 298 Yards sind es dann am Ende insgesamt. Das macht Lust auf mehr. So. Jetzt gucken wir nochmal hier. Ne? Wir wollen einen hohen Bogen. Kriegt er das denn hin? Ja, aber nicht so sehr. So. Der Wind ist mit einberechnet. Und ein Full Swing. Jetzt die Frage wieder, rollt er? Ah, nee, alles klar. Okay. Dann sind das wirklich hier keine... Dann habe ich die ganze Zeit falsch gemacht, glaube ich auch. Okay, das könnte ja klappen hier, ne? Schön! Ja, ein sehr schönes Loch. Wir holen uns unseren Birdie zurück. Unser Minus 1 hier auch in der Gesamtwertung. Haben wir gut gemacht. So, ein paar 3 Loch. Jetzt müssen wir mal gucken. So, Full Swing.
müssen natürlich wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr nah an die Fahne kommen. Der tickt aber wieder mal dran vorbei und geht ins Rough sogar. Oh, Freunde, das ist ärgerlich. Also, hätte ich nicht gedacht, dass er so weit noch zurücktickt. Aber das könnte klappen. Jo. Also, wenn es nicht ums Packen geht, machen wir alles gut. Erschreckend. Hab jetzt nicht mehr auf dem Grün, sondern immer auf das Rough drumrum. Und dann sieht das auch schon besser aus. So, das heißt also, eigentlich müsste ich ja dann... Nee, wie machen wir den denn flacher? Ach, keine Ahnung. Wir schlagen einfach so. Wir schlagen einfach hier hin. Mit einem schönen Fullswing, jawohl. Dann sollte das da halbwegs passen. Ein paar Vierloch übrigens. Mit dem nächsten Hit bitte mal einmal aufs Grün. Das sind auch schon wieder fast 300 Yard. Also ihr seht, 276 geflogen. Und dann rollt er noch auf 299. Kann man so machen. So, das ist umso... Wer wir das da machen, ist es flacher. So, flach wollen wir nicht. Aber der wird ja auch wieder rollen, ne? Oder? Na egal. Den hauen wir jetzt mal dahin. Full Swing. Und dann schauen wir mal, wie sich der Ball diesmal verhält. Ah, er rollt. Er rollt, er rollt. Das ist mir auch schon wieder viel zu viel Rollen. Das heißt, ich muss den vorher platzieren in so Fällen. Okay, wir machen ein bisschen länger rein. Und dann gucken wir mal, ob die Linie uns hold ist. Ja, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Dann schlagen wir den doch mal genau so und sehen, dass er mal wieder links vorbeigeht. Ah, schön. Hier. Fairway. Also, nicht mehr das Green. Green. Da riecht er sich auf. Da riecht er sich auf. Das heißt, ja, rinmachen das Ding jetzt wieder. Oh, zu kurz. Ja. Scheiße. Und da holen wir uns den Bogey mal wieder. Oder? Oder schaffen wir den Part auch noch zu versauen? Platz 50. Aber erst hier, ihr seht es, am 8. Loch. Die anderen sind schon am 18. durch. Alles gut. Da hinten ist die Fahne. Das heißt, wir hauen den mal schön da rein. Ah, er tickt. Da geht es ein bisschen aufwärts. Das heißt, er rollt jetzt aufwärts. Natürlich dann nicht so weit. 295 Yards insgesamt. So, und jetzt wäre mal wieder Zeit für einen richtig schön platzierten Schlag an die Fahne, oder? Oder was denkt ihr? Also wirklich ein schönes Ding. Er rollt aber wieder. Ach, heute kriege ich das mit dem Rollen echt nicht mehr so hin. Links vorbei, ne? Ja. Da war viel zu wenig gegengezielt. Und auch zu kurz. Ich ändere gerade meine Putting-Strategie. Ja, weil es einfach nicht funktioniert. So. Ich muss weiterhin lang zielen und dann kurz machen oder so. Keine Ahnung. Ich habe es echt noch nicht rausgefunden, wie man da sich am besten orientiert. So, ein paar Vierloch. So zu schlagen ist risikoreich, aber ja, wir müssen auch irgendwann mal Risiko gehen, oder? So, er muss sich nur links vom Bunker halten und das tut er auch. Sehr schön. Sehr schön. Da war sogar noch Platz, um ja, noch weiter zu schlagen. Gefällt mir. So. So. Nö, wir nehmen das Eisen. Und gucken mal, was passiert, ne? So, der droppt nämlich runter. Der ist zu kurz dann wieder, ne? Ja. Aber nicht unzufrieden, nicht unzufrieden. Das könnte sogar mit Umwegen ein Putt sein, der machbar ist. Ja, Schwein gehabt.
So, minus 2. Und wir haben noch, Freunde. Wir haben noch hier Möglichkeit. Full Swing rutscht mir ein bisschen links weg, aber das macht nichts. Nach links haben wir nämlich wirklich Raum. Aber jetzt ist die Frage, ob wir jetzt mit dem nächsten Schlag aufs Grün kommen. Das wird ja äußerst knapp, glaube ich. Knapp bis nein, nicht machbar. Dann versuchen wir es darüber. Der Bunker, den wollen wir auslassen. Aber vielleicht kommen wir hier aufs Grün. Ja, ja, ist natürlich jetzt ein richtig langer Putt, den wir da vor uns haben. Und ja, aber wenn wir was können, dann ist es Putten, ne? Oder? Ich sag, den machen wir rein. Oh, links vorbei. Pretty good stroke right there. Just hit it through the green. Oh Mann. Sort of distance. If it goes in, it's a bonus. Getting set now over the putt. Echt jetzt? For Bogey. Boah, das Putten nervt mich so unfassbar. Ich kriege es nicht hin. Ich kriege, guck mal, die Ente da. Die taucht da gerade nach Leckerchen. Lustig. Ja, wir halten uns konsequent hier an die minus 1. Es ist nicht gut. Es ist nicht gut. Wisst ihr, was ich brauche? Ich brauche vielleicht eine Pause. Das könnte sein. Und die nehme ich mir jetzt auch, weil, wie erwähnt, nur Driving gibt es ein Plus. Ich jetzt Football gucken werde. Bin mir sicher, viele von euch tun das jetzt gleich auch. Und ja, ich habe weiterhin im Hinterkopf, also keine Sorgen, ich habe weiterhin im Hinterkopf den Gedanken, auf PGA auch wirklich irgendwann mal einen schönen Livestream zu machen. Der wird natürlich nicht ganz so pralle werden, glaube ich, von der Teilnahme her, aber habe ich Bock zu. Das heißt, das habe ich nicht vergessen, keine Panik. Ja, ich ziehe mir jetzt Football rein, ich hoffe ihr auch. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Und schreibt mir mal ein bisschen was Nettes, ne? In dem Sinne, aber schreibt mir nicht, wie schlecht ich doch beim Putten bin. Aber wenn ihr das Spiel selber habt und ein paar Ideen habt, wie man es verbessern kann, haut raus. Da bin ich also wirklich offen. In dem Sinne, macht's gut. Tschüss.